Stadion, 7000 Zuschauer, eine recht magere Kulisse für diese wichtige Begegnung. Heinz Höhr und seine Nürnberger mussten auf ihren etatmäßigen Schlussmann Heider verzichten. Für ihn spielte diesmal Andreas Köpke. Die Homburger ohne Kapitän Mörsdorf, der neben Limbach, Klaus Müller, Ehrmantraut und Pfister die Bank drücken musste, Hartwig fehlte verletzungsbedingt. Im Kampf um den Klassenerhalt für beide Mannschaften wahrlich kein Kinderspiel. Die Grün-Weißen hatten zunächst die besseren Chancen, suchten den direkten Weg zum Tor, attackierten früh, wollten natürlich in Führung gehen. Schäfer. Duli störte erfolgreich und nochmals Wolfgang Schäfer mit diesem Alleingang, aber in Abseitsposition, so entschied der unparteiische Klug aus Gelsenkirchen. Mehr und mehr aber übernahmen die Männer von der Noris das Kommando und ließen die Platzherren in einigen Situationen, insbesondere in der Abwehr, gar nicht gut aussehen. Brunner, Andersen, zurück auf Grahammer, aber die berühmten Zentimeter. Der Club wurde von seinen Fans natürlich immer wieder lautstark angefeuert. Das 0:1 lag förmlich in der Luft. Eckstein, hier hätte er entschlossen agieren müssen. Die Homburger Abwehr war nervös. Hendrich hatte mit Eckstein große Mühe. Geschlecht versuchte, Andersen in den Griff zu bekommen. Dann wieder der Club, aber diesmal frühzeitig abgefangen. Kurt Knoll. Schön gepasst auf André Bunzol. Gespielt waren 31 Minuten und der polnische Nationalspieler versetzte die komplette Nürnberger Abwehr und erzielte das 1:0, dieses Traumtor, das natürlich Begeisterung auslöste. Beim Homburger Anhang sehen wir uns in verlangsamter Form nochmals an. Der kluge Pass von Knoll und dann Fußball aus dem Lehrbuch von André Bunzol. Riesenjubel natürlich im Homburger Waldstadion und leicht hätte im ersten Abschnitt noch ein weiteres Tor fallen können. Hier zum Beispiel. Schön hereingefangen von Knoll. Wojcicki, er traf, aber Köpke reagierte gut. Das war es dann auch in den ersten 45 Spielminuten, die 7000 zufrieden. Der zweite Abschnitt und wieder ein glänzender Spielzug der Platzherren. Franken auf der Linksaußenposition. Schön hereingesegelt dieses Leder. Bunzel, ja, das hätte es sein müssen, das 2:0. Er konnte es selbst kaum fassen. Und wieder Homburg, Wolfgang Schäfer und Bernd Beck. Ja, das zweite Tor lag in der Luft. Was sollte man da noch sagen? Danach eine starke Viertelstunde der Nürnberger. Sie drängten, sie wollten natürlich den Ausgleich. Nervös die Homburger Abwehr, aber auch relativ unbeholfen die Männer von der Noris. Ein Weitschuss, aber knapp vorbei. Dann nochmals die Grün-Weißen. Schnell, steil wurde gespielt. Wojcicki. Er versuchte es alleine, hätte aber abgeben müssen. Rechts stand Knoll völlig frei. Ja, und nervös natürlich. Udo Klug, das Spiel war noch nicht gelaufen. Eckstoß für die Gäste aus Nürnberg. Und dann wieder die Homburger. Glänzend gemacht. Klaus Müller, der eingewechselt wurde, auf Bunzel. Wolfgang Schäfer und die Entscheidung. Das 2:0 nach genau 90 Spielminuten. Und so konnte er jubeln, der Udo Klug. Und noch einmal das Ganze in verlangsamter Form. Die Entscheidung nach 90 Minuten, der Endstand. 2:0 für Homburg. Ich meine, das ist nichts Gehässiges oder sonst was, aber es reizt einfach, den Verein zu besiegen, bei dem er mal gearbeitet hat. Die weiter